Recht herzlich willkommen, die Pressekonferenz hier zum Spiel des Dessau-Roßlauer HV gegen den ESV Lok Pirna. Endstand 26 zu 16 zur Halbzeit, das 9 zu 8. Erfolgreichste Werfer auf Seiten der Gäste, 8 Tore durch Dusan Milicevic. Davon 6 Mal vom 7-Meter-Punkt. Insgesamt hatten die Gäste 10 7-Meter bekommen. So, und Dessau-Roßlau mit den erfolgreichsten Werfern. 8 Mal Thomas Pawlicek und 6 Tore von Robert Lux. Soweit diese kurzen statistischen Werte. Peter Hase, Trainer von Pirna, bitte. Guten Abend. Ja, danke. Ja, es ist schwer, da was dazu sagen. Wir haben uns für das heutige Spiel sehr viel vorgenommen. Wie immer, jede Woche. Es ist die erste Halbzeit, muss ich sagen, war ich mit den Leistungen von den Jungs sehr zufrieden. Trotz, dass uns wieder ein von schmalen Kader wieder einer ausgefallen ist. So ist es halt dieses Jahr, damit muss man leben. Wir haben gehofft, dass vielleicht unser Mittelmann Jiří Boček spielen wird. Es war auch nicht der Fall, es ging einfach noch nicht. Aber trotzdem haben wir gut mitgehalten. Die taktischen Dinge haben die Jungs umgesetzt, die wir die ganze Woche geübt haben. Wir haben zurzeit halt Problem, dass unser Aufbau ganz wenig Tore schießt. Das sieht man heute wieder. Von den 16 Tore haben wir 8 von 7 Meter geschossen. Wir sind einfach da nicht stark genug. Zweite Halbzeit haben wir mit Überzahl angefangen. Ich glaube, dass wir bei der Überzahl da 1-0 verloren haben. Und da ist Dessau zum Rollen gekommen. Da war die eure Mannschaft mit 4 Toren dann weg. Und dann sind wir nicht mehr rangekommen. Dankeschön, Peter Hase. Ja. Sven, dein Fazit. Ja, erstmal guten Abend. Glückwunsch an die Mannschaft, glaube ich, zum verdienten Sieg, das kann man, glaube ich, sagen. Ja, ich mache es relativ kurz. Also ich muss sagen, in der ersten Halbzeit war natürlich eine enge Kiste. Ich glaube, Pirna hat das, glaube ich, ganz clever gespielt für eine Auswärtsmannschaft. Man hat das auch auf den Videos gesehen. Sie spielen noch relativ lange, viel Bewegung. Haben das wirklich lange gemacht. Wenn man dann natürlich, glaube ich, von 30 Minuten, 20 Minuten oder in der Abwehr steht und dann natürlich relativ wenige Angriffe bekommt und vorne relativ wenig Tore wirft aufgrund der wenigen Angriffe. Ja, dann sieht es halt ein bisschen zäh aus. Ja. Ich denke, wir hatten uns vor dem Spiel vorgenommen, eben halt gerade gegen diesen beweglichen Angriff die Räume gut zu verschieben. Ja, sich sehr viel Abschlüsse über die linke Seite, über Milosevic. Das haben wir, glaube ich, ganz gut kompensiert. Und wenn man dann in der ersten Halbzeit noch so 2-3 TAF dazu macht, dann kommt eben halt ein Bus in 9-8 raus. Ja. Und ich glaube, das, was wir uns vorgenommen haben, so von der Aggressivität, vor allen Dingen vom wie wir uns geben, Körpersprache gegenüber dem Gegner, gegenüber den Zuschauern in der Halle, glaube ich, haben wir heute alles richtig gemacht. Nicht nur aufgrund des Ergebnisses, glaube ich. Aber ich glaube, die Hauptaktie war, glaube ich, war heute die Abwehr mit einem guten Andreas Sprecher hinten drin. Ich glaube, wir haben nur 8 Feldtore, glaube ich, kassiert und 7 Meter. Ja, das war jetzt sicherlich ein erster Schritt, ein erster guter Schritt, vor allen Dingen für die kommenden Aufgaben, die jetzt bevorstehen mit Vosfelde in Aschersleben und dann, glaube ich, Blankenburg. Das waren 2 Punkte, mehr nicht. Ja, und nächste Woche haben wir wieder eine Chance, hier zu Hause mit seiner engagierten Leistung die nächsten Punkte zu holen. Danke ich recht herzlich, Sven. Ja, gibt es noch Anfragen an die Trainer? Ist nicht der Fall. Dann danke ich recht herzlich und verweise nochmal auf unseren Sponsor und sagen Dankeschön an unseren Grafix GmbH Ideen und Druck für das Ausstatten des VIP-Raums am heutigen Tag hier. Recht herzlichen Dank. Ich wünsche uns allen einen schönen Sonntag. Genießen Sie noch ein bisschen, gucken Sie ein bisschen rein und die Prospekte, die rausgelegt sind. Ich wünsche den Pirna eine angenehme Heimreise. Noch hoffentlich ein paar Erfolge in dieser Handballsaison. Bis zum nächsten Sonntag dann am 16. geht es um 17 Uhr hier gegen Vosfelde weiter. Dankeschön, bis dahin.